Hi alle, ich habe zwei Videos draus gemacht aus dem letzten. Da liegen lauter Sportgeräte, die muss ich heute im Kinderzimmer an die Wand hängen. Also bei mir ist nicht so chaotisch. Es wird sau cool. Es ist so eine Ninja Warrior Slackline für Kids, wo du halt lauter Sachen dran machen kannst. Sau cool. Okay, dann geht's los mit dem Video über die Facebook Conversion Ads und warum sie bei den meisten Leuten nicht funktionieren. Ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges Video und du kannst jetzt was lernen. So, hier noch am Chatten. Das hauen wir mal weg. Dann gehen wir in den Business Manager. So. Jetzt ist es ja so, dass wahrscheinlich euer Budget einfach relativ gering ist. Ihr habt keine 100 Euro am Tag. Also, ich denke, 100 Euro am Tag ist das Ziel, wo jeder dich sieht. Stell dir vor, 100 Euro am Tag nur auf Conversions gezielt, müsste theoretisch alle zwei Tage eine Anfrage bringen, rein statistisch und auch meiner Erfahrung nach. Was natürlich genial ist, aber da muss man erstmal hinkommen. Ja? Facebook möchte Kontinuität. Schaltet Werbeanzeigen nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern immer Open-End, beendet sie manuell. Sonst denkt Facebook schon, hey, der endet da, das hört dann auf. Der meint es gar nicht ernst. Ja? Also, ergo spielt auch nicht so viel mit eurem Budget. Ihr solltet euer Budget langsam, aber sicher erhöhen. Facebook mag es nicht, wenn du sagst, hey, jetzt habe ich mal 600 Euro übrig, gibst 20 Euro am Tag aus und schaltest danach wieder runter auf 5. Was jetzt hier bei mir natürlich auch schlecht ist, da ich über Weihnachten die Ads ausgeschaltet habe, weil die einfach teuer und sinnlos auch zu dem Zeitpunkt waren. Und jetzt eben mit ja, 25, 35 Euro am Tag dastehe. Also das sind hier diese 15 und dann mache ich halt noch so 20 Euro am Tag diese Beiträge, die ich bewerbe. Und ja, genau so ist es. Deswegen langsam wieder hoch auf die 100 Euro am Tag. Wird jetzt dann im März wieder soweit sein, dass ich diese Ad so schalten kann. Und wir schauen uns die Conversion Ad an. Jetzt stell dir doch mal vor, du hast hier, warte mal, stell dir mal vor, du hast hier deine Ad. Die hast du hier, ja? Dann gehst du hier, also geht der Kunde hier über diese Ad, der klickt da drauf. Dann kommt er hier auf deine Homepage. Ja? Und dann vielleicht direkt auf dieses Lead-Formular. Also da kann er sich eintragen. Das ist das Ziel. Und wenn er sich eingetragen hat, dann kommt er hier auf die Danke-Seite. Richtet euch das so ein. Also prinzipiell könnte hier noch ein Zwischenschritt sein. Das habe ich so gelernt, dass man hier noch einen Zwischenschritt macht. Und eben hier das aufteilt, dass du hier nur per Text und Bilder machst, wo du versuchst, dich zu präsentieren und zu überzeugen. Und hier als Zwischenschritt dann das Video. Ja, und da kann man halt hier noch ein Packen reinhauen. Und jetzt gehst du hin und trackst hier diesen Lead. Und Facebook will von dir unbedingt, dass du innerhalb von 7 Tagen, ich glaube, das sind 20 oder 30 Events gemessen hast. Ansonsten kann dieser Algorithmus nicht optimieren. Wenn ich jetzt mit 100 Euro am Tag eine Ad schalte, was ich in den letzten Monaten gemacht habe, kriege ich das nicht zusammen. Ja, also ich kriege in diesen 7 Tagen keine 20 oder 30 Leute aus meiner Zielgruppe, die sich eben dort eintragen. Schwer mit 100 Euro. 200 Euro können es dann klappen. Jetzt hast du da dein Lead-Event geschalten, wie wir es im letzten Video gesagt haben, hast den Button richtig gewählt und
wartest 7 Tage und hast dann halt vielleicht 2, 3 Leads, dann kann Facebook nicht optimieren. Dieser Zeitraum, den Facebook vorgibt, der ist wichtig für Facebook. Er optimiert dann schon noch irgendwie, also der Algorithmus macht schon irgendwas noch, aber es ist suboptimal und wir wollen ja optimale Werbung schalten. Im Grunde ist ja dann das hier der Lead, ja. Hier ist der Lead. Wenn er sich eingetragen hat, dann hast du den Lead und er kommt auf die Danke-Seite oder zurück auf die normale Homepage oder irgendwohin. Aber am besten auf die Danke-Seite, weil die kannst du als Lead tracken. Ja? Du kannst auch mit diesem Event-Button, wenn du hier den Lead hast, kannst du hier auch einen Button reinmachen und dann das hier als Lead messen. Ja, das geht auch. Also sobald ihr da drauf drückt, zählt es als Lead. Schaffen wir jetzt das Ganze nicht. Ja, also vom Budget her, da 20 oder 30, ich glaube 30 mittlerweile eigentlich, 30. Ich glaube 30 Events in diesen 7 Tagen hat. Und das ist scheiße. Weil so könnte Facebook sagen, hey, da sind diese 20 Leads, das sind solche Personen tendenziell, dann grenzt der Algorithmus die Leute ein und sucht Leute, die ein ähnliches Profil haben und sich da tendenziell auch eher eintragen. Deswegen ist dieser 7-Tages-Zeitraum zum Lernen einfach wichtig. Was machen wir jetzt? Das klappt nicht. Wir haben keine 100 Euro am Tag und auch wenn wir es haben, klappt es wahrscheinlich nicht mit 30 Leads. Ja, in 7 Tagen. Dann musst du richtig Werbebudget haben. Deswegen tracken wir die Seite auch noch und die Seite auch noch mittels dieses Event Managers. Weil dann kannst du zumindest sehen, wer auf die Ad geklickt hat. Hier, wenn er hinkommt, siehst du, er hat die Ad geklickt. Da kannst du dann auf Seitenaufruf oder so optimieren. Ja, also das Event festsetzen. Wenn du hier dieses Video noch reinschiebst, kannst du dann auf Content, ja, Content Views optimieren. So siehst du dann, dass hier Leute reinkommen, ja, ein gewisser Teil springt ab. Im Normalfall klicken bloß von Gesehenen, also vielleicht 1% oder sowas drauf, ja. Und dann siehst du, wie viele von dieser Homepage sich entweder das Video angeschaut haben oder direkt zum Lead-Formular und dann siehst du auch, wie viele hier sind. Es ist viel realistischer, dass jemand hier oder hier was macht. Das ist nicht das Event-Lead, aber es sind alles Leute, die dazu neigen, das aufzurufen und tendenziell auch vielleicht nur nicht in der richtigen Verfassung, zum richtigen Zeitpunkt auf der Seite waren und sich deswegen nicht eintragen, aber das Thema ist relevant und interessant für sie. Deswegen solltest du diese Events tracken. Und dann schaust du. Weil hier springen immer Leute ab. Von Punkt zu Punkt springen Leute ab. Und dann musst du schauen, in welchem Punkt hast du dieses Ziel erreicht? Diese 30 in 7 Tagen. Haben 30 Leute die Homepage aufgerufen? Wahrscheinlich schon, wenn du die Ad richtig schaltest. Mit 10, 20 Euro werden wir das bestimmt hinhauen. Suboptimal. Dann können wir noch schauen, wer halt hier auf dieses Formular oder auf das Video gegangen ist. Und dann, wenn es dann weniger als 30 sind, müssen wir hier nach hier optimieren. Also die Werbeanzeige, die nächste, die Custom Audience. Das werde ich auch noch erklären, wie man eine Custom Audience erstellt. Und dann die Werbeanzeige speziell auf diese Leute schalten, die schon da drauf waren. Und darum geht's. Ja, also nicht, wenn ihr Conversion Ads schaltet, auf Lead hier hinten. Ihr müsst diesen Zeitraum, diesen sehr knappen Zeitraum von 7 Tagen so nutzen, wie Facebook euch das sagt. Ansonsten wird nicht optimiert. Die Werbeanzeige verbrennt Geld. Und hier kannst du schauen, dass das Event erfüllt wird, was sehr realistisch ist. Und dann eben die steigern. Du kennst deine Zielgruppe jetzt. Dann machst du eine Custom Audience. Und dann siehst du ja, wie das Profil der Leute ist. Ja, und dann kannst du, es gibt auch noch Lookalike Audiences. Dann sucht Facebook Leute, die halt eben wie diese sind. Aber das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt weißt du zumindest, wie Facebook tickt, wie der Algorithmus tickt, was Conversion Ads angeht. Und das ist einfach ein ganz essentielles Video, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ihr könnt da
tausende Euro verbrennen, habe ich auch schon getan. Und ich hoffe, dieses Video bewahrt euch davor.